Hi zusammen, hier ist der Murat von Unbox Vision. Reolink hat mich gefragt, Murat, hättest du nicht Lust, was anderes zu testen, statt wie Smartphones, Tablets und so weiter? Hättest du nicht Bock auf eine Kamera? Und wir reden nicht von irgendeiner Kamera, sondern wir reden von Überwachungskameras. Ich bin jetzt nicht so der Experte, was das angeht, aber ich habe es mir natürlich genauer angeschaut und erstmal hier vielen Dank an Reolink für die Bereitstellung. Ihr habt ja vorhin schon das Unboxing gesehen und ich habe jetzt hier das Reolink RLC 510 WA bekommen. Und wir schauen uns das einfach mal gemeinsam einfach mal an. Also was die Verarbeitung angeht, muss ich sagen, wirklich sehr, sehr geil. Ich habe auch damals schon eine Überwachungskamera gehabt und zwar aus dem Hause Xiaomi, ja, mit so einer Tochtergesellschaft. Ich glaube, Yi Technology hieß es damals. Ich glaube, die gibt es immer noch. Und das war so rund 50 Euro, war halt aus Kunststoff, war jetzt nichts Weltbewegendes, aber hat das getan, was man eigentlich ja erwartet. So, und jetzt das hier, das von Reolink, ist natürlich schon mal was ganz anderes, denn die Verarbeitung ist wirklich sehr, 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 sehr gut, muss ich sagen. Also komplett aus Aluminium und es fühlt sich auch sehr Premium an und nichts knarzt, also wirklich sehr, sehr schön gemacht, finde ich. Auch die blaue Schriftzug, wo Reolink draufsteht und komplett auch das Design allgemein sieht schon ziemlich gut aus. Was mich aber gestört hat, ist hinten, man kann auch eine Micro-SD-Karte einsetzen, schon mal ganz gut, aber man muss das Ding aufschrauben. Ja, und das ist dann halt wieder so, da hätte man das Ding auf jeden Fall ein bisschen anders da lösen können, aber okay, so ist es halt nämlich. Wir haben das Ganze dann natürlich auch direkt montiert und haben auch direkt losgelegt. Und Reolink gibt auch direkt so eine Schablone, wo ihr quasi drei Löcher bohren könnt oder einsetzen könnt. Und dann geht ihr auch schon direkt los. Und Schrauben sind dabei, Dübel und so weiter. Aber wenn ihr natürlich selbst eins habt, könnt ihr das natürlich auch verwenden. Und das Ganze zu koppeln sieht so aus. Also die Verbindung allgemein. Es gibt insgesamt, klar, ganz normalen Stromkabel. Und ihr habt natürlich auch einen ganz normalen Netzteil, wo ihr dann halt auch verschiedene Reiseadapter habt, also je nachdem, wo ihr lebt, ne? Und ganz normal anklipsen und schon geht's los. Dann habt ihr natürlich noch so ein Kabel, so einen Reset-Knopf. Ja, wenn ihr da länger drückt, tut sich das quasi das Ganze wieder neu starten. Und ihr habt noch einen Ethernet-Anschluss. Das heißt, ihr könnt ganz normal das Ganze auch mit LAN anschließen. Und ihr könnt das Ganze auch noch mal über Wi-Fi nutzen, ja, also über WLAN. Das Ganze funktioniert. Bei der Ersteinrichtung sieht das Ganze so aus. Wenn ihr das Ganze einrichtet, ist es so, dass man nicht direkt, ja klar, also auf der Kamera ist natürlich so ein QR-Code, den tut ihr erstmal einscannen und dann hat es erstmal nicht funktioniert. Da habe ich mir gedacht, okay, was will er von mir eigentlich? Das Ding ist, bei der Ersteinrichtung ist ganz, ganz wichtig zu beachten, ihr müsst das Ding erstmal mit einer LAN-Anschluss verbinden. Das heißt, einfach ein LAN-Kabel nehmen, anstöpseln und dann fängt er erst an zu suchen und das Ganze auch zu installieren. Und wenn ihr das gemacht habt und durch seid, die Installation war auch wirklich sehr, sehr einfach, muss ich sagen. Und ihr könnt auch einen Namen vergeben und so weiter. Und alles perfekt. Wenn ihr dann wirklich verbunden seid und ihr am Ende seid, dann könnt ihr das Ganze auch wieder, ja, ihr könnt quasi den Ladenkabel quasi wieder rausnehmen und könnt dann ganz normal über WLAN das Ganze nutzen. Das funktioniert dann auch wirklich super. An der Kamera habt ihr nämlich auch noch zwei Antennen, die ihr natürlich noch reinschrauben müsst und damit das Signal wirklich ganz gut ist. Und das hat wirklich ganz gut geklappt. Also ganz, ganz wichtig, wenn ihr das Ganze wirklich zum ersten Mal einrichtet, Ladenkabel. Wenn ihr natürlich jetzt nicht ein mega LAN-Kabel habt, ne, das war jetzt auch so mein Ding, aber ich hatte noch zum Glück zu Hause noch so ein 10 Meter, 15 Meter LAN-Kabel gehabt. Also wenn ihr das wirklich einrichtet, direkt am Router nebendran irgendwo ganz kurz anstöpseln, da ist sogar im Lieferumfang ein LAN-Kabel dabei, was jetzt nicht sehr groß ist, nicht sehr lang ist, aber um das Ganze mal kurz anzudocken, kurz zu verbinden, dann ist es überhaupt kein Thema. Genau, das Anbringen war auch kein Thema, habe ich zusammen mit meinem Vater gemacht, also war überhaupt gar kein Thema, haben wir hinbekommen. Klar, sind drei Schrauben, also ne, die sollte man schon reinbekommen. Und ja, ansonsten könnt ihr das Ganze schwenken und was auch die allgemein diese Schwenksache angeht, wirklich sehr, sehr Premium, muss ich sagen. Und ihr habt auch an der Ende so einen Schraubverschluss, wo ihr das Ganze dann halt anspannen könnt. Ich hätte mir gewünscht, dass dieser Kugelkopf, ne, bei diesem Schwenkdingsbums da, dass man das vielleicht eventuell so ein
360 Grad hätte, dass man das komplett irgendwie drehen kann. So muss man das Ding erstmal so ein bisschen einrichten, aber das ist wirklich Meckern auf hohem Niveau, also das kriegt man hin. Schauen wir uns natürlich direkt einmal die Kamera genau an, beziehungsweise die App. Die App habe ich mir auch runtergeladen. Ich kann es euch direkt gleich mal hier zeigen, was ich genau meine. Und zwar natürlich braucht ihr die App, um quasi ja das Ganze sich zu verbinden zu lassen. Und die ist auch wirklich sehr flüssig, muss ich sagen. Da hängt auch nichts und so. Und das Ganze gibt es natürlich für iOS und für Android natürlich. Und ja, das Ding ist so aufgebaut. Ihr seht schon, ich habe hier Home geschrieben. Und wir haben hier oben links einmal anmelden. Ihr könnt euch anmelden. Wenn ihr euch anmeldet, könnt ihr das Ganze auch noch registrieren. Da habt ihr 2 Jahre Garantie von RioLink. Plus gibt es manchmal so eine Aktion. Ich glaube noch zusätzlich 6 Monate drauf. Also sowas habe ich gesehen. Müsst ihr auf jeden Fall mal schauen. Um ein neues Gerät zu registrieren, was ich ja vorhin gesagt hatte, mit diesem QR-Code an dieser Kamera, geht ihr hier oben rechts auf Plus und schon könnt ihr quasi das Ganze, ja, aussuchen. Ihr gibt es, also ihr scannt das quasi ein und falls das nicht klappt, könnt ihr es auch manuell eingeben. Also das ist überhaupt gar kein Thema. Dann gibt es natürlich direkt diese Geräte- und Cloud-Geschichten. Wie gesagt, ihr könnt nämlich auch direkt Fotos knipsen, wenn ihr in der Kamera seid, aber dazu komme ich gleich. Ihr könnt auch eine Speicherkarte einsetzen. MicroSD hatte ich ja schon bereits erwähnt gehabt. Ansonsten muss ich sagen, recht übersichtlich und man kann hier auch viele Sachen einstellen und auch News und so weiter lesen, wenn es irgendwas Neues über RioLink gibt. So, jetzt schauen wir uns natürlich direkt einmal die Kamera an. Da gehen wir oder beziehungsweise drücken jetzt einmal hier drauf. Das Ganze wird jetzt erstmal hochgeladen und schon geht es los. Das heißt, wir sind jetzt live. So, das ist jetzt das Grundstück. Und ihr könnt hier unten, könnt ihr natürlich direkt sehen, Play, Pause könnt ihr machen. Ihr könnt natürlich auch einen Ton einschalten. Dann hört ihr wirklich einiges da draußen, was da abgeht, wenn jemand unten ja irgendwo am Grundstück ist. Und wir können hier auch direkt hier Fotos knipsen. Und das Ganze wird auch direkt in der Gallery gespeichert. Das heißt direkt auf dem iOS Gallery oder halt je nachdem auf dem Android. Je nachdem, ihr müsst das natürlich das Ganze auch bestätigen. Und ihr könnt auch direkt Videoaufnahmen durchführen. Das heißt, ihr wollt gerade das Gegen oder ihr wollt jetzt irgendetwas aufnehmen hier an diesem Grundstück, was hier gerade passiert, wenn jemand vielleicht eventuell eingebrochen ist. Ich hoffe es mal nicht, ne? Aber hier könnt ihr natürlich alles natürlich kontrollieren. Und ihr habt hier noch einen Bildqualitätsmodus. Ihr klickt hier einmal drauf, könnt quasi hier auswählen, dass das Ding etwas, ja, nicht so viel Daten verbraucht, ne? Dass das halt einfach ein ganz normale Bild zeigt, also dass die Qualität halt einfach nicht so gut ist, ne? So, das wollte ich jetzt sagen. Dann gibt es hier noch das ganz schlechteste und also im Low-Bereich. Dann habt ihr natürlich dieses, ne, mittlere Bereich und dann, wenn ihr das volle Bereich haben wollen, also High Quality, dann klickt ihr hier einmal auf 5 Megapixel und schon sieht das Ganze schon viel besser aus. Ihr könnt das Ganze auch natürlich drehen, dann habt ihr quasi das Ganze im Querformat. Oder ihr dreht das Ding wieder zurück und na so und ihr könnt halt euch aussuchen, wie ihr das Ganze sehen möchtet. Ansonsten könnt ihr euch natürlich ganz normal in die Einstellungen gehen. Ihr seht direkt dieses Modell hier oben. Ihr könnt euch direkt das Display anschauen und ihr könnt hier auch Qualität auswählen. Ihr könnt das Flackern auswählen. Ihr könnt Tag und Nacht könnt ihr direkt auswählen. Ich habe es jetzt auf automatisch gelassen. Auch bei Nacht ist es wirklich sehr, sehr gut. Also man erkennt wirklich einiges. Und das hier ist richtig cool. Helligkeit. Man kann hier an der Helligkeit rumspielen. Also falls es etwas zu dunkel ist, dann kann man das auf jeden Fall ein bisschen einstellen, so dass es einen Tick besser ist. Also sehr geil gemacht. Kameraname unten rechts könnt ihr auch natürlich anzeigen lassen. Das geht auch. Ansonsten auch ein Datum selbst oben mittig oder je nachdem, wie ihr es einstellen wollt. Und das ist schon ziemlich cool. Also hier könnt ihr wirklich einiges machen. Ihr könnt auch eine Push-Benachrichtigung durchführen, falls jemand sich da unten bewegt. Das geht natürlich auch. Und ansonsten habt ihr auch Zeitraffer und ihr könnt hier wirklich einiges machen. Also ich muss sagen, die ist wirklich sehr, sehr gut aufgebaut und läuft auch sehr flüssig, muss ich sagen. Also überhaupt gar kein Problem. Ja, das ist die App allgemein. Also mich hat es wirklich, muss ich sagen, ja, sehr überrascht. Also ich hätte jetzt nicht so viel erwartet, muss ich sagen. Wenn man das Ganze natürlich preislich betrachtet, bewegen wir uns hier bei 90 Euro. 90 Euro geht auf jeden Fall in Ordnung. Zurzeit gibt es, glaube ich, bei Amazon eine Aktion, glaube ich, jetzt gerade so um die 70 Euro.
Da könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen. Also allgemein Fazit muss ich sagen, gefällt mir sehr gut. Man kann auch auf dieser Kamera vieles einstellen, man kann einen Ton hören. Also da ist auf jeden Fall eine Menge drin, muss ich sagen. Auch was die Kamera an sich, die Qualität, die Verarbeitung angeht, auch ganz gut. Einziger Punkt, was mich wirklich sehr stört, ist die Schacht hinten, wo die Karte reinkommt, also Micro-SD. Da muss man das Ganze aufschrauben und das ist dann halt wieder so, gut. Man setzt dann quasi die Micro-SD-Karte vielleicht einmal ein und vielleicht nimmt sie man irgendwann im Notfall dann wieder raus. Aber ja, also auch das Anbringen ist überhaupt kein Problem. Auch wenn es draußen regnet, Schnee oder sonst was, das Ding ist auf jeden Fall standhaft. Also wirklich ganz, ganz gut und ich bin wirklich sehr zufrieden damit. Wie gesagt, Negatives kann ich euch jetzt noch nicht so viel dazu sagen, denn das Ding liegt da oben, steht und tut halt das, was halt tun muss. Ne? Und da will man jetzt auch nicht so auf High-End-Sachen gehen. Also mir reicht das auf jeden Fall. Ich denke, dafür viele da draußen reicht das auch. Meistens soll es ja auch einfach nur für die Leute sein, einfach so dass man sich einfach nur erschreckt. Oh, da ist eine Kamera drin, ne? Einfach für die Sicherheit. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Und was einfach im eigenen Grundstück passiert, das sollte man schon im Auge behalten. Und das, was mich gestört hat, ist halt die Micro-SD-Karte, in dem man halt hinten aufschrauben muss. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut. Ciao.